Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier wieder eure Josie auf Konfuzei. Und heute haben wir wieder ein React. Und zwar ein React auf die aktuelle oder auf eine der aktuellen Folgen von Realer Irrsinn. Die älteren Folgen machen wir ab nächste Woche wieder. Heute geht es um den Surfpark in Stade. Und wir werden uns mal angucken, was die Kollegen von Extra 3 da wieder Schönes zusammengebastelt haben. Und ich denke mal wieder, es wird wieder sehr skurril werden. Boah, war das trocken. Sommerwüste Deutschland. Total öde. Aber hey, nach Stade kommt bald Wasser. Viel Wasser. Auf diesem Fels, direkt am Naturschutzgebiet Fernamoor, entsteht eine Oase für Extremsportler. Ein Surfpark verspricht 5 Hektar reines Adrenalin und schluckt laut Planern 40.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr. Also nur 40 Millionen Liter. Hatten wir nicht so irgendwo was, dass das Wasser irgendwie immer weniger wird und wir schon Probleme haben, überhaupt genügend Wasser zum Trinken zu haben? Und für die normale Benutzung und wir sollen lieber duschen gehen als baden, weil das weniger Wasser verbraucht. Und jetzt wird da ein Surfpark hingestellt, der 40.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr verbraucht. Hallo, Grüne, wo seid ihr? Könntet ihr da mal bitte einschreiten? Danke, sehr freundlich. Besser als so ein vertrockneter Bach hier. Der Surfpark ist beschlossene Sache. Da kann die Bürgerinitiative Surfpark noch so oft Nein, Danke sagen. Die sind nämlich gegen Flächenversiegelung, Wasserverschwendung und Energieverschwendung. Gell? Mal unter uns. Freut ihr euch denn gar nicht drauf, mal ein paar Wellen zu shredden? Ganz ehrlich, also ich finde Surfen ist eine interessante Sportart. Gut. Wir haben auch genügend Meere, genügend Ozeane, wo wir ganz viel surfen können und ganz viel solche Sachen machen können. Aber wir leben in einer Zeit, in der wir eine Energiekrise haben, in der wir Wasserknappheit haben, in der wir Flächen immer mehr zubauen, uns die Natur immer mehr zum Feind machen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eigentlich die Flächen, die wir bebauen könnten, für andere Dinge wichtiger brauchen, als für so einen Unsinn. Und dann kommen da welche und wollen sowas bauen und über eine Bürgerinitiative soll das Ganze gestoppt werden. Ganz ehrlich, wo kann ich unterschreiben? In diese Bürgerinitiative möchte ich eintreten. Nein, es freut sich keiner auf diesen Surfpark, weil das für die Landwirtschaft hier wertvolles Gelände ist, weil hier guter Lehmboden drunter ist, der den Pflanzen das Wasser lange hält. Das ist dann noch witziger. Wir haben auch auch noch Lebensmittelknappheit. Also Felder sind sowieso rar gesät, weil die Bauern daran nichts mehr verdienen. Und wobei ich habe jetzt gerade die Tage gelesen, dass eigentlich der Preis für Weizen wieder nach unten geht. Ganz ehrlich, ich verstehe da nicht, warum der Preis für, für Brot und so immer weiter nach oben geht. Langsam könnte man vielleicht glauben oder der Ansicht nahe kommen, dass das doch alles nicht gar nicht so weit ist, wie das daher ist. Aber das finde ich trotzdem nicht in Ordnung. Behaltet diesen Boden für das, für was er da ist, um ordentliche Lebensmittel anzupflanzen. Landwirtschaft. Auf so einem Mähdrescher fangt ihr garantiert keine Welle. Zum Glück bringt jetzt der erste Surfpark Norddeutschlands Action ins verschlafene Wasserschutzgebiet. Die Investoren rechnen mit rund 200.000 Besuchern pro Jahr. Und dann würde das hier zu Mehrverkehr führen, der heute schon nicht unbeträchtlich ist. Für das Fernamoor, das hier unmittelbar an die Straße grenzt, das Schutzgebiet, ist es ganz sicher ein Problem. Alleine die Schadstofffracht, der Lärm ist nicht unbeträchtlich. Moment. Da ist ein Naturschutzgebiet. Zusätzlich ein Wasserschutzgebiet. Und, hallo, hat da wieder jemand mal im Dunkeln genehmigt? Hallo,
wacht doch mal in den Ämtern auf und guckt, was ihr da abzeichnet. Ich meine nur, also Bauämter vor allem, da wird so viel Unsinn gemacht. Relax mal. Natur und Nachhaltigkeit stehen doch an erster Stelle für die Planer. Alles 100% Ökostrom. Wollen sogar Photovoltaikanlagen aufstellen. Und die riesige Wellenmaschine soll nur 500 Megawattstunden im Jahr verbrauchen. Gerade so viel wie ein Supermarkt. Okay. Ja, Umweltschutz und alles steht an erster Stelle, klar. Und ich ziehe mir meine Socken und Hosen mit der Beißzange an. In Krefeld soll auch ein Surfpark vom selben Hersteller gebaut werden. Oh, Krefeld, kenn ich. Und der soll laut Bebauungsplan das Fünffache verbrauchen. Oh, cool. Und die Stadt freut sich auf den Surfpark, weil sie fest davon überzeugt sind, dass Stade damit noch mehr überregionale Strahlkraft für TouristInnen entwickelt. Ganz ehrlich, für mich wäre das eher ein Grund, nicht nach Stade zu fahren. Egal wie schön die Stadt ist, definitiv nicht. Stade ist bei mir von der Liste der zu besuchenden Städte in Deutschland gestrichen. Na dann, schon 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen. Surf's up, Stade! Was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Und sowas zu wirklich zu genehmigen. Demjenigen, der das genehmigt hat, wird links und rechts ein paar auf die Backe gehaare, damit er ihn mal wach wird und weiß, was Sache ist. Bauämter in Deutschland sind wirklich ein Witz. Und zwar ein ganz schlechter Witz. Und was das mit Tourismus zu tun hat. Hallo, ihr Stade, wenn mich nicht alles täuscht, liegt Stade doch an der Ostsee. So. Für was ein Surfpark? Ihr habt die Ostsee vor der Haustür. Hallo? Geht's noch? Naja, gut. Lassen wir das. Es war aber wieder eine schöne, irrsinnige Folge vom realen Irrsinn. Kennen wir ja. Wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo da unten. Ebenso bitte da unten ein Kommentar. Das pusht den Algorithmus bei YouTube wahnsinnig und hilft dem Kanal. Würde mich freuen. Und wenn ihr Ideen, Anregungen, Kritik habt, könnt ihr auch da unten drin lassen. Ich garantiere euch, ich reagiere auf jeden einzelnen Kommentar, den ihr da lasst. Und das relativ schnell. Gut, okay, manchmal dauert es 1-2 Tage, weil ich nicht immer alles gleich mitbekomme. Aber ich gucke regelmäßig drauf und reagiere darauf. Definitiv, kann ich euch garantieren. Und ja, das gleiche könnt ihr natürlich bei den Kollegen von Extra 3 auch da lassen, vom Rian Irrsinn. Der Originallink ist auch da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und mir bleibt da nur zu sagen, bleibt weiterhin kreativ und freut euch auf weiterhin solch lustige Folgen vom realen Irrsinn. Mir bleibt nur zu sagen, tschüss, eure Josie.